Hallo meine Lieben und recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich war neulich in der IKEA, weil es ging ja dieses Click and Meet. Man konnte sich einen Termin geben lassen und man konnte wieder einkaufen gehen. Zumindest in Nürnberg ging das eine ganze Woche lang gut. Auf jeden Fall haben wir das in Anspruch genommen. Wir brauchen nämlich einen neuen Schlafzimmerschrank und ich habe mir bei der IKEA einen ausgesucht, den ich eventuell gerne haben hätte wollen. Ich wollte ihn mir aber vorher anschauen. Also haben wir uns dort einen Termin geben lassen und sind durch die IKEA und haben den Schrank zwar gesehen, ich habe zwei kleine Regale mitgenommen für Nischen. Ich habe in meinem Wohnzimmer kleine Nischen und da geht dann so ein Dachfenster nach oben weg. Und in diese Nische, das ist so toter Raum, da ist wie so ein kleines Treppchen. Und in diesem kleinen Treppchen, mal gucken, vielleicht blende ich euch das kurz ein. In diesem kleinen Treppchen ist nichts. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich da mal was sehe, dann nehme ich da mal was mit. Und tatsächlich hat die IKEA TV-Schränkchen, nennen sie es, und die habe ich dann mitgenommen. Langer Rede, kurzer Sinn, beim Aufbauen und Einsortieren der neuen Bücher bin ich auf Bücher gestoßen, ungelesen natürlich, die ich sofort lesen möchte. Jetzt. Na, man räumt ja um und man liest sich das durch und man hält sie in den Händen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, ja. Und deswegen möchte ich euch die Bücher mal kurz in die Kamera halten. Denn ich finde, sie gehören gezeigt, zumindest. Vielleicht kann man den einen oder anderen ja auch noch inspirieren. Wenn wir schon bei Inspiration sind, ich verlinke euch natürlich auch diverse andere Videos im Abspann oder auch unten in der Infobox. Schaut gerne vorbei, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das hiermit tut. Und dann starte ich mit dem ersten Buch, das ich auf jeden Fall jetzt lesen muss, was ich schon angefangen hatte. So ziemlich bei Erscheinung. War auf Seite 50 sogar schon, ist von Adriana Popescu, Paris, du und ich. Rote Haare, schön. Ja, das war ich in jung. Nein. Paris, du und ich wollte ich schon längst gelesen haben. Ich weiß nicht, was passiert ist. Hat sich schon wieder irgendwas dazwischen gedrängt, zwischen mir und Paris. Auf jeden Fall geht es hier um Emma. Und sie wollte zu ihrem Freund nach Paris fahren, Alain. Und als sie bei Alain ist, stellt sich raus, hoppla, der hat ja da eine Freundin und der tut so, als würde er sie nicht kennen. Und so bleibt sie eben auf der Straße und geht zurück in ihr Hotel, glaube ich, und lernt dort Vincent kennen. Und anscheinend verbringen sie ihre Zeit miteinander. Also es ist so ein Jugend-Wohlfühlbuch. Erste Liebe, vielleicht auch zweite Liebe, man weiß es nicht. Ja, der Schreibstil ist toll. Ich liebe Adriana Popescus Bücher und irgendwie. Ja, das will ich jetzt auf jeden Fall lesen. Ich glaube, es kommt auf meine To-Read-Liste für den Frühling jetzt. Paris, du und ich. Dann ist mir in die Hände gefallen und eigentlich ein Herbstcover, aber was soll's. Die Reise der Amy Snow von Tracy Reese. Hierbei geht es um Amy und Amy hat eine Freundin und die Freundin von Amy stirbt und hinterlässt ihr Nachrichten, die sagen, du pass auf, mach dich mal auf in die Welt und erlebe noch ein bisschen was. Und wir befinden uns allerdings im Jahr 1848. Sie schickt jetzt halt Amy los auf eine Reise und das hat mir so gut gefallen, auch das Setting, ne, 1800. War ja keine Selbstverständlichkeit, dass Frau einfach mal damals seine, ihre Koffer packt und in die Welt hinaus wandert. Ne? Und das ist auch so ein Buch, was ich jetzt unbedingt lesen möchte und es immer noch nicht geschafft habe. Und am liebsten würde ich jetzt damit anfangen. Dann, das nächste ist so ein ganzer Packen, weil ich die hier immer noch habe. Und zwar rede ich von der Ein Jahr in Reihe. Also ich habe hier in meinem Fall ein Jahr in Australien, ein Jahr in New York und ein Jahr in London. Ja.
habe die damals entdeckt bei Letters from Juliet oder Julia. Und die hat die immer wieder mal vorgestellt. Das ist schon Jahre her. Damals waren die noch recht unbekannt. Mittlerweile kennen die ja viele. Und da gibt es ja eine ganze Ansammlung davon. Manche gut, manche weniger gut. Und jedes Mal, wenn ich drin blätter, egal in welches, denke ich mir, oh Mensch, jetzt könntest du es endlich mal lesen hier, Australien. Ja. Das sind so Erfahrungsberichte, wer die nicht kennt. Das sind immer wieder unterschiedliche Menschen, die Jahre oder ein Jahr im Ausland verbracht haben und die erzählen halt darüber. Das ist so eine Art Erfahrungsbericht, aber in der Geschichte eben verpackt. Mal gut, mal weniger gut. Die Kritiken, Meinungen gehen ja auseinander, ist ja auch egal. Und die Idee ist super gut, weil wenn es schön beschrieben ist, also in London habe ich ja schon mal reingelesen, dann kriegt man ja wirklich Lust aufs Reisen. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo man ja nicht reisen darf, sollte, kann ja sowas durchaus ganz toll sein. Und ich will die jetzt endlich anfangen. Die sind ziemlich dünn, also 170 Seiten, sind zwar klein geschrieben, aber das sollte ja durchaus machbar sein. Habt ihr die Reihe gelesen? Kennt ihr ähnliche Bücher, die nicht so als Reiseführer, sondern mehr so als Geschichte verpackt sind? Das würde mich interessieren, weil ich bin ja immer auf der Suche nach Büchern, die dann in anderen Ländern spielen, wo ich dann wirklich davon träumen kann und mir denken kann, oh, ich will da auch hin, das ist schön. Oder eins von dieser Reihe, wo ihr denkt, boah, das war Bombe, das war richtig toll beschrieben. Da hat man sich so richtig dran reinfallen lassen können. Schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare. Und immer noch ungelesen, Effi liest. Von, wo ist sie? Anna Moretti. Wunderschönes Cover. Klitzekleines Buch. Wollte ich schon längst gelesen haben, weil ich es auch bei noch ein Kapitel bei der Pia noch mal gesehen habe. Die hat es auch noch mal gelesen. Und hier dümpelt es immer noch rum. Hier geht es nämlich um Berlin 1894. Hier geht es um Effi und Effi liest für ihr Leben gerne. Und sie hat wohl ein Buch in der Hand und wird dabei erwischt, was allerdings für diese Zeit wohl ziemlich skandalös ist und fliegt von ihrem Elite-Internat. Und dann kommt die Tante angereist und sagt so, jetzt wird es mal Zeit, dass du in die Gesellschaft eingeführt wirst, dass du mal heiratest und von deinem Blödsinn hier wegkommst. Ja, und Effi hat aber andere Pläne für sich und ihrem Leben. Und ich mag ja sowas. Ne? Ich mag diese 1800, ich bin viktorianische Zeit mehr so. Aufmüpfige Frauen in der damaligen Zeit finde ich ja super. Ich wäre verbrannt worden damals. Effi liest. Das Cover ist so schön. Wunderschön. Jedes Mal, wenn ich es sehe, möchte ich es lesen. Gemmas Visionen von Libba Bray. Das ist der erste Teil einer Trilogie. Und hierbei geht es, es sind auch 1895 in England. Und es sind so einige Mädchen im Internat. Und die machen so Seancen, bis sie dann merken, hoppla, da ist doch was. Ja. Und jedes Mal, wenn ich es in der Hand halte, denke ich mir jetzt, lies mich, lies mich, lies mich. Ja. Und jedes Mal lege ich es wieder weg, warum auch immer. Das muss jetzt auch dran glauben. Bald. Ich bin ja wieder auf diesem Hexen-Saga-Trip. Ebenso, wie ich immer auf den Zeitreisetrip bin, deswegen ich auch dieses Buch hier in die Kamera halte. Wir haben hier die achte Wächterin von Meredith McCardle. Die Zeitenspringer-Saga. Und hierbei geht es um eine Akademie. Und die junge Amanda ist Mitglied dieser Akademie. Und sie wird zur Agentin irgendwie ausgebildet. Und nach ihren Prüfungen wird sie aber gekidnappt von einer Organisation, einer Geheimorganisation, die sich die Zeitenspringer wohl nennen. Ja. Und die wollen wohl verändern, die Zeit verbessern, nicht verändern, so. Und das hat mich damals auch mega angesprochen. Wie gesagt, Zeiten springen
Zeitreise-Romane sind ja eh total meins. Ich habe auch den zweiten Teil schon da. Werde ich jetzt alsbald anfangen. Aber es gibt so, so viele Bücher. Ich glaube, ich nehme mir mal Leseurlaub. Hey Chef, ich will Leseurlaub haben. Welche Bücher wollt denn ihr unbedingt, unbedingt lesen? Ich meine, ich habe ja auch ganz einen hohen Sub da und ich könnte natürlich jedes Buch lesen, aber manche schreien mich förmlich an und ich habe da noch wirklich Lust drauf und ich weiß dann nicht, was so immer passiert. Weiß ich nicht. Manchmal ist es seltsam. So, das war mein kleiner, naja, so klein war der gar nicht. Mein Bücherstapel, den ich unbedingt jetzt lesen werde und ich möchte wirklich auch jetzt das im Frühling machen. Das ist nicht mein Frühlingslesevorhaben, da mache ich, glaube ich, noch ein gesondertes Video. So Bücher jetzt für den Frühling, so leichte Kost. Mal gucken, ja, findet sich bestimmt irgendwas. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, dann bleibt gerne dran. Ich verlinke euch noch einige im Abspann. Und wie gesagt, nicht die Glocke drücken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Da, irgendwo ist da eine Glocke. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.